Ah, Silage. Nachdem wir jetzt wirklich viel produzieren, was? Wo Möchtest du jetzt das mehr größte haben? Glasbild auflösen, quasi? Na, das wird aus anderen Feldern machen. Dann wird damit mehr Geld machen und Biogasanlage Ah, okay. Ding sparen. Bevor wir da jetzt, weiß ich, anders beginnen. Produktionen. Ah, dass wir quasi das Dann Silage dann dort hineinführen. mal das nächste. Ja, genau, und den Rest mal verkaufen. Das ist gar nicht was. Ah, wir wollten ja dann auf Kleidung gehen auch. Machen wir schon. Ist das schon gut angelaufen? Besser machen. Okay. Ich meine, du warst der Profi. Gut. Ich hab ja gleich gehabt 5 Schafställe. Die haben wir auch. Was man da noch überlegen könnte, ist, dass man Baumwolle ausprobiert. Wie das ist. Ja gut, das wären aber wieder eigene Geräte und so. Ja, aber ich sag Ja, nur, das gut, da wäre dann hätte ich auch jetzt für auch, da die. könnten wir Zuckerrüben und so für Schweine und so. Aber ich meinte jetzt, was wir jetzt schon ein bisschen haben, wo wir erweitern können, so wie Sonnenblume, hatten wir schon, die Maschine, alles, wie gesagt, wir gehen. Naja, gute Frage. Sonst haben wir da eh nichts. Ich meine, Als nächstes. da wird mir nur Holz einfallen, Forst. Ja gut, Holz habe ich auch schon. Heute habe ich gesehen, dass es da einige Produktionen gibt. Da werde ich eh nicht. Ah, was ich auch im Mod gehabt habe, ist, bei deinem Feld auch Sinn, irgendwann hast. So Hochsitze. Erstens sieht es ein bisschen schöner aus. Und die bringen Das noch wollte ich Geld. dich fragen, die Hochstände, die Jägerstände, gell? Ja. Ja, das wollte ich dich fragen, Die die schauen bringen nur auch nice aus. Geld. Ah, okay. Und so was, also wie darstellen und so. Bringen die Jagdpacht. Okay. Das heißt, auf Solar setzen wir jetzt dann nicht quasi, wie wir gesagt haben, immer auf Auf die die. Dächer. Ja, doch. Können wir ja, immer wenn uns klappt. Was? Ja, dann auch irgendwann zweite Seemaschine und so. Also generell wieder ein bisschen Geräte rein. Gut, da würde ich dann aber auch vorschlagen, wirklich einen zweiten großen Drescher dann. Ja gut, müssen wir eh irgendwann. Ja, aber ich sag nur. Was soll ich jetzt eben? Lamba noch können. Also ich habe auch nur einmal, also ich habe nur das geerntet, was ich wo schon angefangen habe. Und jetzt. Paar Wochen. Ja, wir kommen da so nicht mehr hinterher, ehrlich, mit Anbauen bei so vielen Feldern. Ich meine, irgendwas kann man mit der Einzelkorntechnik auch noch anbauen, was man mit der normalen auch anbauen könnte, aber ich weiß halt nicht, ob das nicht ineffizient ist vom Verbrauch her. Ob das nicht eh Raps ist, glaube ich. Irgendwas geht. Oder?
Also dein Abfahrer funktioniert gut. Wie beendet man den, Alter? Bist du da? Anscheinend nicht. Herr Alex? Nickt. Na leiwand, ich rede auch ganze Zeit. Dein Abfahrer ist leiwand. Ich weiß aber nicht, wie man das beenden kann, aber... Der beim Ach so, Hof... Der. Also nicht beim Hof, beim... Händler... So, dann ist das weg. Das heißt, wann kann ich das Spiel eigentlich probieren zum Laden dann? Na, wollen wir jetzt die ganz sichere Variante, oder? Weil probieren könntest du es jetzt auch schon, weil geladen habe ich es schon. Okay. Starten kannst ja ich als Erster und dann du. Ja. Die ganz sichere Freitag erst, gell? Ja, meine ich ja, Freitag laden und dann starten, wenn ich schon drin bin quasi. Oh. Hm? Weil ich denke an Laden, das kannst du jetzt auch schon. Okay. Also, ich mache Freitag alles dann. Untertags. Vielleicht machen die Jägerstände diese Geräusche oder diese Geräusche auf einmal. Ich höre auch auf einmal Frösche quaken oder so und habe keinen Teich. Gut, Frösche habe ich immer schon quaken können. Ah, okay. So wie dieses Geheule. Oder die Map hat ein Update, das weiß ich gar nicht. Dieses Wolfsgeheule habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört, glaube ich. Mhm. Das war immer arg. Ich denke mal halt, dass meine Spielerkarriere zu lang dran ist. Weil ich eben nicht so viel spielen werde. Das ist eben die Gefahr, die ich auch sehe. Aber irgendwas Längeres möchte ich halt machen. Wie gesagt, ich werde bis Oktober wird das sehr urlang passieren. Was wird urlang passieren? Ja, ja. Was meinst du jetzt? Okay, ich werde dann keine Karriere mehr spielen, weil ich die Zeit nicht habe. Achso. Ja gut, für dich ist das dann, wenn du nur bis Oktober bist, dann zahlt sich das nicht aus. Ich weiß halt auch nicht, wie intensiv ich dazu komme. Irgendwas möchte ich halt machen. Irgendwas Längeres. Da ist mein Wechsel gekommen, aber anderes jetzt wieder englische Liga, wo ich eh angefangen habe, ein großes Let's Play mit über 200 Folgen oder 200, über, na, über 300 Spielen. Und wollte ich halt gar nicht in die... Aber so ein Spiel wäre es okay, dann
war 3 Saisonen dort und habe Rex angesehen. Aber wenn ich Genau. Karriere Manager, dann würde ich nicht in England starten. Nein, ich auch nicht. Da würde ich vielleicht deutsche Bundesliga irgendwo starten, zur Genau, dritte Liga dritte oder oder so, das zweite. hätte ich auch gesagt. Oder italienische. Ja. Jüdische Zeit, irgendwas. Oder irgendeine andere Liga, irgendeine, weiß nicht, so belgische oder schwedische oder so. Und ich würde es halt nämlich mehr so machen, dass ich dann, weißt du, 10 Saisonen bei einem Verein bleibe, so wie bei Exeter die 8. Ja. Zwei, drei Jahre pro Verein und dann tschüss. Genau. Egal wie es ausgeht. Bei Exeter habe ich ja zum Schluss gemerkt, ich war wirklich OP. Gut, ich habe mit Lincoln City die Champions League geholt. Na gut, das haben wir mit Exeter jedes Jahr dann schon. Haben wir dann Mbappé und alle. Ja, fast nur mal 90er dann. Okay. Ich habe viele Eigenbauspieler gehabt. Ich habe auch Bar gehabt. Also, da habe ich einen Deutschen hochzüchtet, bis Ich habe auch einen Deppert, Deutschen oder? gehabt, Ludwig. Da war linkes Mittelfeld, bis du Deppert, oder? Also darum meine ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es zum Beispiel als LSP macht diesmal. Und vor allem, man kann sich ja dann auch trotzdem seinen Spieler in der ersten Zeit dazu holen oder dann auch immer mitwechseln, wenn er will. Achso, wenn du uns selbst erstellst. Ja. Ja. Ja gut, aber es ist halt nicht dasselbe wie die Karriere. Ja, eh. Das ist halt ganz anders aufgebaut. Die Karriere ist ja ein Spieler auf. Ja. Wobei das eben weniger zeitintensiv ist, weil du ja keine Transfers und so machen musst doch. Dann, das ist so. Weil bei den Transfers, da bin ich oft, weiß nicht, ich glaube immer eine Stunde oder so gesessen pro Durchgang. Echt? Oder 2 Stunden. Ich Ja. habe das immer nebenbei gemacht. Weil ich das, weißt du, so akribisch genau, welche Position habe ich, wem suche ich, wer ich ist habe das immer leistbar und nebenbei gemacht. also diese Sachen, die habe ich dann gar nicht mehr aufgenommen, die habe ich einfach gemacht und dann den Spieler präsentiert, quasi. Ich habe ja dann schon gewusst, okay, ich brauche dann noch einen Verteidiger oder so. Hab zwischendurch immer schon Boards und so geschickt. Ja, das habe ich eh auch gemacht. Achso. Nur Trotzdem machst du noch. die Vertragsverhandlungen war dann halt immer zart, da hat der abgesagt, dann hat der abgesagt. Dann wollte der die Forderung, habe ich gesagt, nein, sicher nicht. Dann habe ich wieder suchen müssen. Dann hast du halt deine Lieblingsspieler, das ist dann immer Arsch, wenn die absagen. Es gibt nicht. Okay. Und wenn die A nicht ganz reinscheißt, ist das jetzt ein L. Das ist auch eine Dreckstechnologie teilweise. Also Salzburg müssen da die 3 Punkte holen in Benfica. Sind die die einzigen, die was wirklich in der Gnade gewesen wäre? Was denn? Benfica. Ich finde, die Salzburg haben jetzt nicht so eine starke. Hundegebell höre ich da jetzt. Ja, Schafe. Aber Benfica ist eine starke Mannschaft, sie waren nicht im Viertelfinale. Die würde ich so nicht unterschätzen. Okay. Da würde ich Real Sociedad eher als den Schwächeren angreifen.
Hast du gesehen, diesen neuen Controller, den PlayStation jetzt vorgestellt hat? So für spielerisch eingeschränkte Leute. So deppert, Alter. Ich könnte nicht kontrollieren, Alter. Also ich könnte nicht spielen mit dem. Du hast das so wie einen richtigen Joystick und die Tasten, alle Tasten in einer so rund angeordnet. Also wirklich alle, auch die, die du quasi unten hast, diese RT, LT und so weiter, hast du dann oben auf einer quasi flachen Fläche. Dann. Also eine Übung dann. Ja, wahrscheinlich eh. Davon so. Das ist ungewohnt und dann. Wir könnten uns noch einmal vielleicht auch die Saatgutproduktion anschauen. Da haben wir noch alles. Okay. Ich glaube, ich weiß es, ich habe es nicht im Kopf. Und ob sich das rentiert überhaupt. Den tut sich schon. Weil da musst du urviel verschiedene Getreidearten nämlich reinstecken. Was ich weiß. Wolltest du nicht auch in die Bäckerei mehr reingehen, dass wir so Torten und so herstellen? Gut, aber da brauchen wir auch noch Milch und alles. Ja, ah ja, stimmt, Milch und so. Ich weiß halt nicht, ob ich die Karriere zum Beispiel auch Let's Playen soll. Weil ich dann nicht weiß, wie lange ich es sucht. Da kommt es eben wieder drauf an, was du machst. Und wie schnell du das machst. Weil wenn du sagst, die Spielerkarriere. Gut, bis Oktober ist nicht viel Zeit. Ich sage, es ist wirklich nicht lang, ey. Zahlt sich kann die dann sein. Überhaupt aus? Weiß ich eben nicht. Ich meine, wenn, bist du ja mehr in FOD unterwegs, da wird sich dein Ehren nicht mehr auszahlen. Ich würde das halb-halb machen. Ich würde jetzt nicht so intensiv reingehen wie letztes Mal, weil jetzt habe ich keine Serie dort. Brauche ich ja wirklich nur ein Team auf, weißt du? Also ich werde mir nicht Karten holen, die unnötig sind. Ja. Weil aber ja, ich werde mehr natürlich
Alte mit drin sind als in der Karriere am Anfang. Und sieht es gar, weiß ich einfach, dass das mit so das Such geben, einfach das fühle ich so innerlich. Einfach was ich alles schon gesehen habe mit den Produktionen und das Ausbauen und so. Gut, da rutscht dann Spider-Man und so eh auch ganz weit nach hinten. Gut, das mit Spider-Man habe ich eh schon gesagt. Was? Was jetzt? Ja, dass ich Spider-Man nicht gleich von Anfang an hole. Nicht. Ja, habe ich ja gesagt, das ist nicht von ja, Anfang an. Ja, ja, passt eh. Weil ich dachte, es kommt im September, dann ist mir jetzt noch cool. Na, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesmal nicht wirklich ein Game Novel am Radar. Das Lies of P habe ich mir zuerst überlegt, aber wenn das wirklich so ein Souls-like ist, dann. Ist es. Ich hab schon genug. Dann weiß ich, dass das nichts für mich ist, wahrscheinlich. Und sonst. Ich kämpfe noch mit Assassin's Creed, sage ich mal. Da würde mich zwar das Mirage auch interessieren, aber ich sage mal, das kann warten. Weil wenn ich jetzt das eine Assassin's Creed nicht einmal so weiterbringe, dann werde ich kein zweites anfangen. Ich weiß halt 1000% sicher, dass Game City 1 ist der absolute Such. Und gibt und. Und ich habe so viele andere Games noch, die ich auch einmal zocken möchte. Weißt du, wie ich meine? God of War habe ich noch nicht gemacht. Mafia wollte ich ehrlich den zweiten Teil wieder spielen, nochmal. GTA 5, weißt du? Jetzt habe ich mir eh schon wieder Spiel. zu viel angetan, wenn ich jetzt. Ich dachte auch nicht, dass ich bei Fortnite dabei bleibe, so quasi, weißt du? Eigentlich, das wollte ich. Was soll das? Nein, habe ich nicht mehr. Ist schon aus? Heute war der letzte Tag. Ah, okay. Ich dachte, dass das bis Ende September geht. Nein, dann habe ich nicht. Sag, in Modern Warfare 2 hast du mir das Quickscopen probiert beizubringen, oder? Da wo jetzt die Karten kommen. Ja. Na, ich habe mir jetzt schon öfter überlegt, Assassin's Creed wirklich einen Blödsinn anzufangen. Von der Zeit her jetzt auch. Es halt ein langes geht. Ich glaube, 30 habe ich dabei. So, wenn das Story wie 60%. Dominik hat ja bei 70 aufgehört. Was ist denn Wie viel Prozent? Okay. Ich weiß nicht, ob man da noch eine andere Story spielt, weil das steht immer dabei, das ist die Ivar-Story. Ich denke, dass man dann vielleicht, wenn man da noch eine andere Story anfangen tut, oder. Und vor allem, die eine quasi Mission, ja, das ist eine Nebenmission, die hat 5 Akte. Und in der stecke ich jetzt halt fest und deswegen macht das jetzt auch weniger Spaß, sage ich mal. Als wenn ich das immer wieder mal weiter durchziehe. Also, du bist ja da eben mehr, aber und warum ich solche spiele. Weil es mich dann nicht so hypt, einfach wie jetzt eine L. Ja. Also, dann bringt nichts. Weil bei so Ja, Mipa weißt City, da weiß ich schon, um was geht. du. Also, da weiß ich, ich bin hyped und da werde ich voll reinsuchten. Ja, das ist nicht nun, aber. Selbst wenn ich aufhöre, wäre es wurscht. Das hat keine Story. Ja, und da könntest du jetzt wieder zurückkehren. Könnte wieder eine neue Stadt von mir.
Ja. Mann, aber ich war da. Man überlegt nur, wie viele Karten ich mir jetzt in ETS gekauft habe, ja. Das habe ich jetzt auch schon urlang nicht mehr gespielt. Gut, aber das ist das, was ich dir gesagt habe. Kommt drauf an, wie du spielst. Ich dir nicht einmal irgendeine App. Sagen es nicht. Es hypt mich im Moment halt alles andere mehr noch. Weißt du, ich meine? Ja, ich. Bin gespannt, passiert ist einfach drei Sachen, drei oder vier. Das DLC war im ersten Teil, sind X eingebaut, nämlich schon im zweiten Teil. Warten wir. Ah, okay. Auf das freue ich mich. Also, das sind so viele quasi. Viele einem sag okay, das zieht mich an. Was meinst du, so viel Spiel in einem? Ja, das quasi so viel ein bisschen was hat. Was jeden Ach Spiel so. eine Kleinigkeit. Ein bisschen Ahnung mit Stil, Aufbau und bringt das deinem Bürger nicht so Detail, ja, bringt Bier und so, aber warum Waren ja, und oben und so. Jeder Ding. Dann dieses Management mit Geld, dass du das brauchst, dass du Einnahmen hast, Dings, dann eben die dass du Produktionsketten aufbauen kannst und so. Transport Sachen hast. Managen musst mit dem Verkehr, mit den Straßen bauen. Ich hatte zum Beispiel dieses Konzert DLC, auch extrem geil fand ich. Okay. Konzerte und du musst es planen. Ich wollte schauen, dass an dem Tag, weißt du, die. So, du hast es dann geplant, einmal im Monat und dann musst du planen quasi, wie oft Busse dorthin fahren, weil jeden Tag hat es ja nichts gebracht, wenn du jeden Tag einen Bus hinfahrt, 50. Also Tagfrequenz, Sonntag oder so. Oder sowas. Flughafen, dann einen Flug. Du levelst quasi deine. Fangst zum Beispiel mit Öl 1 an und das geht dann bis Öl 5. Ah, okay. Das ist noch nicht ganz, aber. Lieber wird's. Ah, ich merke aber auch immer mehr, dass das lange Story-Spiele ziehe ich auch nicht mehr so durch wie früher. Danke. Früher habe ich das nicht gekannt, dass ich so wie LS spiele oder wie Satis oder. Hallo. Notis. Oder Fortnite oder. Ich glaub, es hat mit Warzone angefangen, muss ich aber ehrlich sagen. Weil da war ich doch lange dabei auch. Und jetzt, ich möchte nicht sagen, ich suche einen Ausweg jetzt aus Assassin's Creed, ja, aber ich ziehe es jetzt nicht ganz so gern durch. Nur es ist mir jetzt schon schade um die investierte Zeit für das, dass ich sage, okay, aus. Passiert und dann weiter. Wäre eine Möglichkeit, aber da möchte ich zuerst einmal über diese scheiß Passage drüber. Weil sonst freut es mich noch weniger. Wenn ja, muss ich die Folgen nur verschieben. Meine Streams sind kein Problem, die kommen dann halt irgendwann Du wieder. kannst Die ja Folgen kann ich verschieben. rein das Post. Ja, genau. Letzten abschließenden Folge jetzt probiert.